Das ist Lisa. Lisa ist 16 Jahre alt und Schülerin an einer Gesamtschule. Lisa hat ein Problem. Der Hausmeister ihrer Schule hat einen Pausenkiosk betrieben. Seitdem er in Rente ist, ist der Kiosk geschlossen. Jetzt gibt's keine Snacks und keine Getränke mehr. Lisa und ihre KlassenkameradInnen besprechen die Situation im Unterricht mit ihrem Lehrer, Herrn Kampe. Da haben sie die Idee, ihren eigenen Pausenkiosk zu gründen. Und zwar als Schülergenossenschaft.